Und ihr seht mich auch noch, ja. Ja, dann könnt ihr euch hinlegen in die Anfangsentspannung. Ja, wenn du schon liegst, gebe die Beine mehr als hüftbreit auseinander, die Zehen fallen locker nach außen. Deine Augen sind sanft geschlossen, Hände zeigen nach oben. Atme in deinen Bauch hinein. Mit der Einatmung hebt sich dein Bauch, mit der Ausatmung senkt er sich wieder. Mit jedem Ausatmen entspanne noch mehr. Entspanne deinen Körper, entspanne deinen Geist. Betrete den Raum der Stille in dir, der Raum, der immer da ist, egal wie es im Außen stürmt. Du bist zentriert. In deiner Körperhöhle, in dir, mit dir.
Vertiefe wieder deinen Atem. Führe kleine Bewegungen aus mit Händen, mit Füßen. Lasse die Bewegungen immer größer werden. Recke und strecke dich. Mach die Bewegungen, Geräusche, die dir gut tun. Ja, und wenn du soweit bist, komme zum Sitzen. Tara Devi. Dann singen wir dreimal Om zur Einstimmung. Ja, und ein Einstimmungsmantra. Om. Om. Krishna, Krishna, Mahayogin, Bhaktanam Apayamkara, Govinda Paramananda, Sarvameva Shamanaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden. Frieden. Om Bodhisattva Shivananda Maharaj Ki Jai. Aho. Ja, genau. Aho heißt alles ist gut oder so sei es. Ja, herzlich willkommen zur schamanischen Klang-Yoga-Stunde. Ja, wird auch eine sehr herbstliche Yoga-Stunde. Passt ja jetzt auch zur Jahreszeit. Ich habe auch ein Gedicht mitgebracht. Ja, wir beginnen mit Kapalabhati. Setze aufrecht, schließe deine Augen. Du kannst beide Hände gerne in Chin Mudra geben. Ja, und jetzt wollen wir uns erstmal nur auf die Atmung konzentrieren, auf das Ein- und Ausströmen in deinen Bauch. Spüre, wie dein Bauch sich hebt mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder senkt. Komme ganz an bei deiner Atmung. Atme jetzt tief und vollständig ein und tief und vollständig ausatmen. Bequem einatmen und beginne aus, ein, 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 aus, aus, ein, 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 ausatmen vollständig. Halte einen Moment inne und aus der Stille heraus atme, wenn der nächste Einatmen im Impuls kommt, tief und vollständig ein und tief und vollständig ausatmen, Lungen ganz leeren.
bequem einatmen, Atem anhalten. Konzentriere dich auf Muladhara Chakra, dein unterstes Chakra, Beckenbodenregion. Stelle dir dort ein strahlendes Licht vor. Sitz deiner Kundalini, die wartet, noch mehr geweckt zu werden. Du kannst auch zu dieser Kraft Kontakt aufnehmen, mit ihr sprechen und sagen: Liebe Kundalini, mögest du in der nächsten Runde weiter aufsteigen. Doch jetzt konzentrieren wir uns noch auf dieses Chakra, auf Muladhara Chakra. Wir wollen dieses Chakra weiter und weiter zum Strahlen, zum Leuchten bringen. Und stell dir jetzt vor, wie die Strahlen in Mutter Erde hineinreichen, nach unten. Nehme so Kontakt auf zur Erdmagie. Und über deine Strahlen strömen Strahlen von Mutter Erde auch in deinen Körper hinein, über Muladhara Chakra. Muladhara Chakra wird immer weiter und weiter im Beckenboden. Du kannst natürlich schon nochmal weiter atmen. Halte die Konzentration auf Muladhara Chakra. Atme wieder tief ein zur nächsten und zur letzten Runde. Ausatmen vollständig. Bequem danach einatmen und beginne. Aus, ein, 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 aus, 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 ausatmen vollständig. Kannst auch Beckenboden etwas hochziehen. Einen Moment wieder innehalten, Luft anhalten, wenn du kannst. Wenn der nächste Einatemimpuls kommt, folge diesem. Atme tief und vollständig ein. Und tief und vollständig ausatmen. Bequem einatmen. Luft anhalten. Nehme wieder Kontakt auf zum Muladhara Chakra. Unterste Chakra. Stell dir jetzt vor, wie ein Lichtstrahl hochstrahlt durch deine Sushumna, feinstoffliche Wirbelsäule. Wie von selber lass dieses Licht aufsteigen, immer weiter, immer höher. Deine ganze Wirbelsäule wird erfüllt von diesem strahlenden Licht. Deine Chakren leuchten auf. Es strömt weiter nach oben,
bis die Energie irgendwann im Kopf angekommen ist. Erfülle deinen Kopf und lasse das Licht weiter strahlen ins Grenzenlose. Verbinde dich mit dem Kosmos. Unendlichkeit. Bleibe so sitzen in Meditation, in diesem Bewusstsein. Bewusstsein des Seins. Soham Shivoham. Bleibe gerne so sitzen oder bewege dich nochmal, bevor du zur Wechselatmung kommst. Gebe die linke Hand ins Chin-Mudra, rechte ins Vishnu-Mudra, Zeigefinger, Mittelfinger der rechten Hand sind gebeugt, der kleine gesellt sich neben den Ringfinger. Atme durch beide Nasenlöcher tief ein und wieder tief aus. Verschließe dein rechtes Nasenloch, atme links zügig ein. Atem anhalten, beide Nasenlöcher verschließen. Und rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts einatmen, zügig. Atem anhalten. Deine Schultern sind entspannt, dein Kopf gerade, deine Stirn entspannt. Links ausatmen, langsam strömend. Links zügig einatmen, Atem anhalten, konzentriere dich auf dein drittes Auge, Punkt zwischen den Augenbrauen, stell dir dort einen Lichtstrahl vor, der nach vorne austritt, rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts einatmen, Atem anhalten. Du kannst auch dein Mantra wiederholen im dritten Auge oder einfach Om, den Urklang, die Urschwingung. Om strömt aus deinem dritten Auge. Links ausatmen, langsam strömend. Links einatmen, zügig.
Atem anhalten. Rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts einatmen, zügig. Atem anhalten. Falls Gedanken kommen, lass sie vorbeiziehen wie Wolken am Himmel, beachte sie nicht weiter. Links ausatmen, langsam strömend. Links einatmen, zur letzten Runde. Atem anhalten. Rechts ausatmen, langsam strömend. Rechts einatmen, zügig. Atem anhalten. Links ausatmen. Du kannst den Arm dann absenken, die Augen noch geschlossen halten. Bleibe so noch sitzen in Stille, in Andacht, mit offenem Geist, in Meditation, Stille. Öffne deine Augen, stelle dich auf Bewegung ein. Wir kommen als nächstes zum Sonnengruß. Komme dann zum vorderen Teil deiner Yogamatte. Ja, ich werde zwei Runden ansagen. Ihr macht dann in eurem eigenen Tempo weiter. Ich werde euch dann begleiten mit einem Musikinstrument. Ja, bleibe einen Moment vorne auf deiner Yogamatte stehen. Schließe einen Moment die Augen. Spüre Mutter Erde unter dir, unter deinen Füßen. Öffne deine Fußchakren. Verbinde dich über deine Füße mit der Erde. Fühle, wie Erdenergie in deinen Körper strömt, in deinen ganzen Körper strömt und ihn erfüllt. Konzentriere dich jetzt auf den Himmel und lade die Himmelsenergie in deinen Körper ein. Eine Lichtflut durchströmt von oben deinen Körper. Himmelsenergie strömt in deinen Körper hinein
verbindet sich mit der Erdenergie in jeder Zelle deines Körpers. Gebe die Hände Namaste vor deinem Herzen. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Arme hoch. Ausatmen, senke deine Hände. Einatmen, rechten Fuß weit zurück. Atem anhalten, links zurück. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zu Boden geben. Einatmen, Kobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, rechts vor. Ausatmen, links vor. Einatmen, Arme heben, ausatmen, Arme senken. Einatmen, ausatmen, Namaste. Einatmen, Arme heben, ausatmen, Arme senken. Einatmen, links zurück, Atem anhalten, rechts zurück. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn zu Boden geben. Einatmen, Kobra. Ausatmen, Hund. Einatmen, links vor. Ausatmen, rechts vor. Einatmen, Arme heben, ausatmen, lächeln. Ja, mach weiter in deinem eigenen Rhythmus. Ich begleite dich jetzt gerne mit einem Instrument. Ja, circa 5-6 Minuten führst du den Sonnengruß aus. Ja, dehne dich dabei gut.
Ja, schließe dann mit der linken Seite ab und lege dich auf den Rücken. Entspanne für einen Moment deinen ganzen Körper. Jede Ausatmung noch mehr. Gebe dich dem Erdboden hin. Die Morgendämmerung hat begonnen. Die Nebel ziehen um die Berge und Täler. Ich atme tief ein, um mich mit dem Nebel zu verbinden. Er kündigt den Herbst an. Mutter Erde begibt sich auf eine Reise nach innen. Dabei trägt sie ihr schönstes Kleid im flüsternden Trost. Liebes Kind, habe keine Sorge. Ich ziehe mich nur zurück zu dieser dunklen Jahreszeit. Wenn du magst, dann folge mir mutig. Lasse jetzt alles los und entdecke, wer du wirklich bist. Beuge deine Knie, stelle deine Füße auf, gebe deine Hände hinter deinen Kopf. Mit der nächsten Einatmung komme mit deinem Oberkörper hoch und zieh die Knie Richtung Stirn, mach dich also über dir ganz klein. Tief in den Bauch atmen. Strecke die Beine jetzt nach oben aus, als wenn du den Himmel stemmen möchtest. Du kannst jetzt deinen Rücken ablegen auf deine Yogamatte, Beine aber nach oben lassen, die Arme seitlich auf der Yogamatte ablegen und jetzt ganz langsam in Zeitlupe die gestreckten Beine senken. Ruhig mit 3, 4, 5 tiefen Atemzügen. Lasse dir Zeit beim Runtergehen. In Zeitlupe. Ja, wenn deine Beine irgendwann unten angekommen sind, kannst du sie wieder etwas auseinandergeben. Zehen fallen locker nach außen. Entspanne besonders deinen Bauch und deinen unteren Rücken. Ja, spüre in deinen Bauch hinein. Wenn du magst, kannst du deine Hände auch auf deinen Unterbauch dabei legen. Mal ganz tief in deinen Bauch spüren. Vielleicht spürst du auch deinen Atem mit deinen Händen. Energie strömt aus deinen Handchakren in deinen Bauch hinein. Werde ganz still mit deinem Bauch.
umfasse deine Beine, kannst deine Knie beugen und mal vor und zurück schaukeln mit Schwung. Ein paar Mal. Ja, und dann zum Sitzen kommen. Als nächstes in die Stellung des Kindes mit ausgestreckten Armen nach vorne. Ja, wenn du in dieser Position angekommen bist, kannst du auch schon dein Gesäß hochstrecken, in die Stellung des Hundes kommen, Beine ausstrecken, Fersen streben Richtung Yogamatte, Bauch Richtung Oberschenkel. Den Kopf kannst du, wenn du möchtest, einfach hängen lassen oder in Verlängerung der Wirbelsäule lassen. Tief atmen. Mit der nächsten Einatmung hebe dein rechtes Bein hoch, schön weit, schön gestreckt, tief weiteratmen. Ja, beuge dein Knie mal und versuche mal mit deiner linken Hand deinen Fuß einmal abzuklatschen. Einmal kurz berühren. Und wenn du kannst, sogar einen Moment festhalten. Ja, das sieht immer sehr lustig aus. Ja, und dann ausatmen, wieder abgeben das Bein und anderes Bein anheben. Erstmal gestreckt, tief atmen, noch ein bisschen höher. Und jetzt beugen und mit der rechten Hand mal abklatschen oder sogar mal kurz festhalten, wenn du kannst. Yoga macht Spaß. Und ausatmend wieder abgeben, einen Moment noch im Hund bleiben, nochmal schön dehnen, Bauch Richtung Oberschenkel, Fersen Richtung Yogamatte. Und dann kommen in die Stellung des Kindes. Du kannst jetzt die Arme auch gern nach unten abgeben und in dieser Position mal jetzt alles locker lassen, die Schultern locker lassen, Gesäß einfach fallen lassen, Gesichtsmuskeln sind ganz entspannt. Ja, dein ganzes Sein ist entspannt. Du ziehst alle Sinne nach innen, in deine Körperhöhle zurück. Umgeben vom Regen der herabfallenden Blätter, wandere ich durch das Laub auf dem Erkenntnispfad weit, weit fort in das Land der Stille. Jeder Lichtstrahl, der sich durch die Bäume bricht, erinnert mich an das eine unendliche Licht. Sonne, du Quelle allen Lebens, zu jeder Jahreszeit bist du da. Du schaust unserer Wandlung zu, bis wir so rein sind wie du. Komm mal ganz langsam, Wirbel für Wirbel nach oben. Lege dich dann auf deinen Rücken, ein bisschen weiter nach vorne auf der Yogamatte für den späteren Flug. Aber komme erstmal in den Schulterstand, gebe Beine, gebe deinen Rücken nach oben, unterstütze deinen unteren Rücken. Versuche die Ellenbogen noch hinter deinem Rücken näher zusammenzubekommen, strecke dich so weiter noch nach oben. In einen schönen Schulterstand. Füße und Waden sind entspannt. Atme tief. Gebe deine Beine jetzt auseinander, nach links und rechts gleichzeitig. Öffne dich der Himmelsenergie, lade sie ein.
jetzt über dein Muladhara Chakra in dich hineinzuströmen, in deinen ganzen Körper. Ja, du kannst dir auch vorstellen, wie herabfallende Laubblätter auch in dich hineinströmen und du dich mit der Herbstmagie verbindest. Ein Laubblätterwasserfall. Gebe die Beine wieder zusammen. Mit der nächsten Ausatmung senke dein rechtes Bein. Einatmend hebst du es wieder. Ausatmend senkst du das andere Bein. Einatmend hebst du es wieder. Und ausatmen. Beide Beine nach hinten geben. Komme in den Flug. Du kannst hinter deinem Rücken die Hände zusammenführen. Bewege dich in einen schönen Flug, atme tief dabei. Die Stürme nehmen langsam zu, es wird kalt. Die Laute der Bäume und Blätter erschallt. Gebe dich mir hin, sagt der Wind, komm in meine Arme. Alles, was dir nicht dienlich ist auf deinem Weg, wird von mir verweht. Öffne deine Beine hinten, trippel nach links und rechts gleichzeitig, komm in eine schöne Dehnung. Versuche die Beine gestreckt zu lassen, atme weiter tief. Und noch ein bisschen mehr, wenn du kannst. Komme wieder zur Mitte zurück mit deinen Füßen. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Beine und versuche mal mit den Füßen zuerst aufzukommen, mit dem einen Fuß auf deiner Yogamatte, ganz langsam, vorsichtig. Dann mit deinem anderen Fuß bleibe in der Schulterbrücke. Dein Becken ist angehoben. Bleibe ein paar Atemzüge in der Schulterbrücke. Schön die Hüfte hochwölben. Ja, wer jetzt eine Herausforderung noch haben möchte, kann auch gerne ins Rad kommen und gibt die Hände neben die Ohren und drückt sich hoch ins Rad. Aber nur wer jetzt noch ein bisschen weiter gehen möchte, die anderen bleiben einfach in der Schulterbrücke. Tief atmen.
komme dann anschließend ganz langsam in Zeitlupe aus der Stellung. Wirbel für Wirbel setzt du deine Wirbelsäule auf und entspannst wieder deinen ganzen Körper. Du kannst auch, wenn du möchtest, mal ein paar Bewegungen machen, wenn die dir jetzt gut tun. Mach die Bewegungen, die dir gut tun, und danach lässt du einfach alles los. Gebe dich Mutter Erde hin, gebe dich dem Moment hin. Führe die Beine zusammen, baue den Fisch auf, gebe die Arme unter deinen Körper. Mit der nächsten Einatmung komme mit deinem Oberkörper nach oben, gebe deinen Kopf zurück. Mit der Ausatmung senkst du wieder deinen Kopf, wölbe deine Brust nach oben. Und auch hier wieder tief atmen, dein Brustkorb ist weit geöffnet, strahle aus deinem Herzen hinaus in die Weite, in die Natur, in den Herbst hinein und nehme seine Energiequalität wahr, die tiefe Botschaft des Herbstes. Lausche dem Herbst. Was hat er dir persönlich zu erzählen? Komme langsam wieder aus der Stellung. Entspanne einen Moment deinen ganzen Körper wieder. Und gebe jetzt mal beide Hände auf dein Herz. Verbinde dich mit deinem Herzen. Hier mit deiner Aufmerksamkeit hinein in dein Herzchakra. Ja, und nehme deine Liebe dort wahr.
Ich bin diese Liebe, ich bin dieser Frieden, ich bin frei. Komm auf deine Weise jetzt langsam in den Langsitz. Bereite dich auf die Vorwärtsbeuge vor. Du kannst deine Sitzhöcker nochmal nach hinten geben. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Arme, greife nach den Sternen, strecke dich schön nach oben. Und aus der Länge heraus, ausatmend, kommst du, bewegst du dich nach vorne, versuchst die Füße zu erreichen oder davor. Schau, wo du heute ankommst. Schließe sanft deine Augen. Die Vorwärtsbeuge, die Stellung der Hingabe, die Stellung des Loslassens. O liebe Erde, ich bin jetzt bereit, ich lasse los. Die Elemente haben mich gereinigt, ich begebe mich jetzt in deinen Schoß. Deine Wurzelkraft, die besonders stark ist im Herbst, nimmt von mir den letzten Schmerz. Leicht und ungebunden kann ich jetzt aufsteigen in die himmlischen Gefilden mit Mutter Erdes, Engeln und weiteren Gehilfen. Ich strecke die Arme aus und bin ganz frei. O Andacht, ich sehne sie herbei.
Mit der nächsten Einatmung hebe deine Arme, ausatmend senke sie hinter dir ab. Komme einen Moment in die schiefe Ebene, kannst auch deine Knie beugen und in den Tisch kommen. Oder hebe einfach dein Gesäß. Circa 3, 4, 5 tiefe Atemzüge halten. Kopf kannst du auch, wenn du magst, nach hinten dabei geben. Tief atmen. Und ausatmen, senken. Lege dich dann auf den Bauch, in die Bauchentspannungslage. Ja, wenn du liegst, kannst du dein Gesäß hin und her schaukeln, deinen unteren Rücken so lockern. Als nächstes kommst du in die Kobra. Wir wollen heute ganz besondere Kobra ausführen, die Kobra des Loslassens. Ich werde dabei die Schamantrommel spielen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du in der Kobra bist, ne, wir haben ja da sehr schön unsere Chakren auch geöffnet, dann kannst du mit Hilfe des Klangs alles, was du loslassen möchtest, jetzt loslassen durch irgendeinen Chakra. Du spürst gleich, wenn du in der Kobra bist, durch welches Chakren ja etwas ausgeleitet werden möchte. Ja, bitte innerlich auch um Transformation. Es wird jetzt eine sehr transformatorische Kobra werden. Und du bleibst natürlich nur so lange, wie du möchtest in der Kobra. Du kannst dann auch weitergehen in die Sphinx, die man normalerweise länger halten kann. Dabei kannst du dann die Unterarme auflegen. Ja, und irgendwann kommst du auch einfach aus der Stellung von alleine. Aber jetzt baue erstmal die Kobra auf, gebe die Hände unter deine Schultern. Mit der nächsten Einatmung hebst du deinen Oberkörper an, Schultern nach hinten, unten. Ja, und schön weiter nach oben kommen, auch dein Kinn jetzt anheben, dass dein Vishuddha-Chakra schön geöffnet ist und deine Kundalini jetzt schön aufsteigen kann. Kannst dir auch einen Lichtstrahl vorstellen von Muladhara-Chakra durch deine Wirbelsäule. Ja, und gebe jetzt dich voll und ganz der Kobra, der Asana hin und öffne deine Chakren und schau, was ausströmen möchte. Sandayama.
komme dann aus der Stellung. Falls du noch nicht aus der Stellung gekommen bist, lege dich auf deinen Bauch und spüre nach. Entspanne deinen ganzen Körper. Ja, was nimmst du wahr? Beobachte einfach. Beuge jetzt deine Knie, umfasse deine Fußgelenke und komme in einen schönen Bogen mit der nächsten Einatmung. Tief wieder atmen. Ausatmen, senken, komm dann gleich in die Heuschrecke, gebe deine Arme unter deinen Körper, stelle dein Kinn auf. Mit der nächsten Einatmung kommst du mit beiden Beinen hoch in die Heuschrecke. Tief atmen. Und ausatmen, senken. Als nächstes komme gleich in die Stellung des Kindes. Die Arme gibst du nach unten ab. Bleibe einen Moment in dieser Stellung. Lasse deinen Atem ganz ruhig werden. Und ziehe alle Sinne nach innen, werde jetzt ganz still mit dir. Nehme die Stille in dir wahr. Du kannst auch dir vorstellen, wie diese Stille ausstrahlt in deine Umgebung, diesen Raum erfüllt, darüber hinaus. Ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben, hebe als letztes deinen Kopf an. Ja, setze dich dann links neben deine Fersen, rechtes Bein übers linke Bein geben, baue den Drehsitz auf. Mit der nächsten Einatmung hebe deinen rechten Arm hoch und ausatmend bewege dich nach rechts. Atme tief ein und aus in deinen Bauch. Du kannst auch hier die Lichtatmung benutzen, eine energetische Reinigung deiner Wirbelsäule. Mit der Einatmung strömt Licht durch deine Sushumna, feinstoffliche Wirbelsäule, nach oben und ausatmend nach unten. Ja, du kannst auch hier dich mit der Himmelsenergie und der Erdenergie verbinden. Mit der Einatmung strömt
die Energie dann auch aus in den Himmel und mit der Ausatmung strömt die Energie in die Erde hinein und einatmend nimmst du Erdenergie in deine Wirbelsäule auf, ziehst sie nach oben zum Himmel und so weiter. Die Lichtatmung, die energetische Reinigung für deine Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung hebst du wieder deinen Arm, ausatmend kannst du schon eine Gegenbewegung zur anderen Seite machen, dich beugen, verneigen, wieder hochkommen, dann setze dich rechts neben deine Fersen, linkes Bein übers rechte geben, einatmen, linken Arm anheben, ausatmen, nach links drehen. Ja, Kopf dreht sanft mit nach links, tief atmen und auch hier kannst du wieder die Lichtatmung benutzen durch deine Wirbelsäule. Einatmend steigt Energie, Licht auf und mit der Ausatmung wieder ab in die Erde hinein. Ja, spüre diese wohltuende Kraft in deiner Wirbelsäule. Der nächsten Einatmung hebst du den Arm, ausatmen, senkst du ihn, kannst nochmal eine Gegenbewegung gerne machen. Ja, komme in den Vierfüßlerstand. Ja, dann kannst du den rechten Arm mal anheben und linke Beine in einer Ebene. Ja, spüre dabei in deine Wirbelsäule. Ja, besonders gut für deine Rückenstrecker. Ja, bring deine Wirbelsäule wieder ins Lot. Ja, noch drei tiefe Atemzüge halten. Und senken und andere Diagonale aufbauen. Linken Arm, rechtes Bein. Drei Atemzüge halten. Und danach absenken. Mit der nächsten Einatmung bringe deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Ausatmen und linken Fuß zwischen deine Hände bringen. Und einatmen, jetzt Arme heben nach oben und zum Stehen kommen. Und ausatmen, Arme senken. Ja, zum Schluss noch das Dreieck,
Dafür kannst du mal Richtung Fensterfront schauen, dich quer auf deine Matte stellen, die Füße weit auseinander. Du kannst jetzt auch mal deine Arme nach links und rechts geben und unter deinen Händen sollten deine Füße sein, also schön weit auseinander, noch mehr bei einigen. Senke dann deine Arme, genau, Hände auf die Oberschenkel und jetzt einatmen, linken Arm heben, dicht am Ohr, ausatmen, nach rechts neigen, als wenn du rechts oben was greifen möchtest. Schön Dehnung von Fuß bis zur Hand, noch mehr dehnen, weiter atmen. Und einatmen, Arm heben, ausatmen, Arm senken. Einatmen, den anderen Arm heben, ausatmen, zur anderen Seite neigen, als wenn du links oben was greifen möchtest. Ja, noch mehr Zug, ja, noch mehr Dehnung, tief atmen, halten, halten. Und einatmen, Arm heben, ausatmen, Arm senken. Ja, und jetzt kannst du nochmal alles lockern, du kannst auf deiner Yogamatte mal springen und hüpfen und dich freuen und die Hüfte mal nach links und rechts bewegen und ja, Schlangenbewegungen machen und ja, schlackern mit den Händen, mit den Füßen mal so ausschütteln, mal nach vorne treten und nach hinten und was dir noch Schönes einfällt. Und mal hochspringen, spring mal richtig hoch. Ja, noch höher, bis zur Decke. Ja, sehr schön. Und jetzt kannst du dich ja in Shavasana hinlegen, in die Endentspannung. Ja, die Decke ist hier sehr hoch, das ist wirklich herausfordernd. Ja, mach's dir bequem, mach's dir warm und gemütlich und lege dich dann auf deinen Rücken. Ja, wenn du schon liegst, kannst du die Beine etwas auseinandergeben, die Zehen fallen locker nach außen, Handflächen zeigen nach oben, deine Augen sind sanft geschlossen. Atme in deinen Bauch hinein. Mit der Einatmung hebt sich dein Bauch, mit der Ausatmung senkt er sich wieder. Entspanne mit jedem Ausatmen noch mehr. Mit der Einatmung hebst du jetzt etwas dein rechtes Bein vom Boden an, ziehst die Zehen Richtung Bauchnabel, anspannen das rechte Bein, anspannen, 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 locker lassen. Mit der Einatmung hebst du das linke Bein an, anspannen, 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 locker lassen. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein Becken an, ja, Popomuskeln anspannen, Fersen in den Boden geben, Schultern dabei auch, schön hochwölben dein Gesäß, anspannen, 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 noch mehr anspannen, locker lassen.
Hebe jetzt deine Arme vom Boden ab, mache Fäuste, Ellenbogen etwas beugen, Muckimann, Muckifrau, Oberkörper jetzt anheben, mache ein Knautschgesicht, Zitronengesicht, eine ganz saure Zitrone und sie wird noch saurer. Und jetzt hebst du noch die Beine dazu an und anspannen, 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 noch mehr anspannen, gib jetzt wirklich alles, halte noch, gib alles, ja, noch saurer die Zitrone, anspannen, anspannen und locker lassen. Wiederhole im Geiste dreimal: Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. O Herbst, was hast du mir nur von Jahr zu Jahr geflüstert? Endlich kann ich dich verstehen und mit dir gehen. An jenen Ort, der mir das Geheimnis des Selbst erzählt, nun habe ich dein Gewahrsein in Stille gewählt. Alles, was von dir übrig bleibt, lieber Herbst, erscheint so leer. Doch wer den Schlüssel deiner Weisheit in den Händen hält, für den die ganze, die grenzenlose Fülle schellt.
Ich bin durchflutet von erfüllender Stille. Und ich freue mich auf den weiteren Tag. Ich bin bereit. Und ich bin auch bereit, die Wunder zu erkennen, die mir der Tag heute schenken wird. Danke. Vertiefe wieder deinen Atem. Führe Bewegungen aus mit Händen und Füßen. Lasse die Bewegungen immer größer werden, recke und strecke dich. Mach die Bewegungen Geräusche, die dir gut tun. Und wenn du soweit bist, komme zum Sitzen. Ja, du kannst gerne leise mittönen oder wenn du lauter tönen möchtest, gerne deinen Mundschutz ummachen. Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityo Mamritam Gamaya Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bodo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai Aho. Ja, dann danke ich euch für schöne Mitmachen, auch zu Hause. Hallo. Ja, schön, dass ihr mitgemacht habt, alle. Danke auch an Vani Devi hinter der Kamera, hinter dem Sound. Du warst eine große Beruhigung für mich. Ist immer mal rumgesprungen, habt ihr gar nicht so mitgekriegt, aber herzlichen Dank. Ja, ganz schönen Tag wünsche ich euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Om Shanti. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ja, wer natürlich